Seid ihr bereit für Torte und Spaß und Jelly Beans? Wir sind heute in Partystimmung da. 500.000. Wird nachher noch jemand, ich sag mal, telefonisch dazu kommen? Lautsprecher. Hi. Hallo ihr Lieben. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Video. Ja. Vielen, vielen lieben Dank an euch da draußen für eure tatkräftige Unterstützung, denn wir haben 500.000 Abonnenten. Ja! Wie krass ist das? Man muss sich das eigentlich mal überlegen, dass einfach 500.000 Menschen DIY-Inspiration folgen. Und eine unglaublich große Zahl, das ist eine halbe Million Menschen. Das ist so krass, ja. Das ist, es ist nicht nur eine Zahl, es ist so heftig. Also vielen lieben Dank daran. Und natürlich dazu wollen wir heute feiern, ne? Ja. Eva, ich dreh mal um, dass man dich auch mal sieht. Sieht man mich auch. 500.000, es gibt ein bisschen Kuchen, es gibt ein bisschen Chips, ein bisschen was zu trinken. Wir haben 3 Gäste, eigentlich 4 Gäste eingeladen. Ich spoiler schon mal so ein bisschen. Wird nachher noch jemand, ich sag mal, telefonisch dazu kommen. Ja. Und Claudio, René und Kahn kommen gleich vorbei. Sind nicht ganz pünktlich, aber wie immer. Danja ist heute nicht da, deswegen kann sie heute nicht mitfeiern, aber sie feiern natürlich nachträglich mit uns die 500.000. Yep. Und ich bin ja erst seit einem Jahr dabei und ich bin mega happy. Also auch da vielen lieben Dank, dass ihr mich auch so herzhaft und liebevoll aufgenommen habt. Das ist nicht verständlich. Also da auch nochmal von meiner Seite großes Dankeschön. Und Eva, du bist seit Anfang an dabei. Ja, es sind fast 7 Jahre für mich, beziehungsweise ja, so doch 7 Jahre. Wow. Seit es den Kanal gibt, kenne ich ja Kati. Und ja, es ist so ein kompletter Lebensabschnitt, ne? Ja. Es ist wirklich richtig faszinierend und es ist halt auch immer wieder schön, solche Meilensteine zu haben, die man feiern kann. Jo, unsere ersten Gäste sind da. Hallo. Hallo. Seid ihr bereit für Torte und Spaß und Jelly Beans? Ja, wir sind immer bereit. Oh nee, Jelly Beans nicht. Nein, 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 nein. Für Spaß, ja. Weiß nicht, ob man hier Spaß haben kann unbedingt. Das ist eine andere Sache. Raffi, isst du so gern? Isst du die gerade? Ja. Okay, dann ess mal. Ich dachte, dafür wurden die aufgeschüttet. Also, ja, die kannst du essen. Ja, komm. Erstmal Glückwunsch zu 500.000. Dankeschön. Na? Glückwunsch dazu, ich sehe schon, ihr habt hier ganz hoch aufgefahren. Ja, sicher. Ja, schön, freut mich für euch. Ja, merke ich schon. Aber gut, man muss ja auch sagen, die Benjamin-Blümchen-Torte ist meine Torte, ne? Ja. Also, ja, nix ja. 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 Ja, ja, Entschuldigung, ich wollte dir eine Freude machen. Ja. Wo ist denn Claudio? Wo ist gerade mal das? Oh! Oh! Ja, wir sind heute in Partystimmung da. Aber eigentlich muss man sagen, Moment. Wie groß ist ich hab ein Problem gehabt. Und zwar habe ich das falsche Sakko heute Morgen rausgesucht. Ja, ich habe meinen größten Sakko von der vierten Klasse. Steht dir doch perfekt. Ja, danke, aber genau. Ich dachte mir heute, komm, heute ist doch ein besonderer Anlass. Ich sehe dich das erste Mal im Anzug. Ja, aber du siehst vielleicht ganz anders aus. Ja, ich würde sagen, ab jetzt immer Anzug, ne? Sieht ja anders aus, der sieht ja peinlich aus, dieser Junge. 500.000! Du siehst so aus, als ob du den Anzug von deiner Mutter bekommen hast, so? Ja, genau. So, der passt, zieh den jetzt genau. an. Genau, der ist von meinem kleinen Bruder, aber der ist größer als ich, deswegen, der ist ziemlich alles klar. Ja, schade, Verzweiflung. Nein, nicht Verzweiflung. Oh, habt ihr null runtergeworfen? Es ist einfach typisch Claudio, also. Das war Bianca. Entschuldigung. Lieber, ich war gerade so geflasht, weil ich fand das gerade extrem interessant, wie René ganz sagt, die Bohnen einfach isst und gerade die ganze Zeit sagt, die sind voll lecker. Ja, die Vanillebohnen sind auch lecker. René, nur was ist falsch mit nur die anderen nicht. Hallo, hallo, ich habe euch beiden eine Blume mitgebracht. Eine war hier. Oh. Guck mal, wie zauberhaft der ist. Der große Charmeur. Oh, danke schön. Ihr habt keine Geschenke gebracht. Ja, aber weißt du, was der Unterschied ist? Da merkt man, wer einen Partner hat und wer nicht. Wow. Oh, lecker Chips. Wir sind hier nur zum Essen. Okay. Danke für die Blume, oder? Blume, richtig, richtig lieb. Wo hast du die denn her? Eva. Von die Weißschule. Das sind die besten Geschenke, die man erst kriegt. Oder wow, die hast du aus unserer Osterdeko genommen, ne? Ich hab die einfach geklaut. Wow. Ja, nee, aber deine Hawaii-Kette zu deinem Anzug. Und was hast du denn da noch? Ach, das ist nur so eine Stecknadel. Ah, okay. Ja. Wow. Also richtig gut angezogen. Ja, danke. Da hat sich jemand vorbereitet für das Event. Sie ist auch, als ob ich für 500k bei euch jetzt Anzüge anziehe. Ich zieh mal noch nicht mal bei mir Anzüge an. Bei 1 Million k. Seid mal froh, dass ich nicht in Jogginghose gekommen bin. Das stimmt. Aber hast du ja sonst hier auch nicht an. Nee.
So viele Chips werden hier schon gegessen. Warum? Ich gebe euch mal die Kamera, ich werde jetzt nämlich mal, warum auch immer möchte. René, warum bist du ganz schwarz gekommen? Bohnen, wenn ihr wollt. Ja, also wir haben noch ein paar Bohnen. Nee. René, danke, ich nehme nicht die paar Bohnen. René, willst du mal die hier kosten? Die schmecken echt gut, die beiden hier. Ja, habe ich gerade schon. Die hier? Ja, die sind die einzigen, die gut schmecken. Oh. Mach mal, René. Ja. Kost mal die hier, die sind richtig lecker. Ja, wenn du schon so sagst, brauchst du mal bestimmt die hier, dann werden die garantiert nicht essen. Die sind echt gut. Ich nehme das gerne mit. Und? Ach, die schon gegessen? Ja, als ob die jetzt so eklig wären. Das sind eklige Bohnen eigentlich. Nein, das sind doch Jelly Beans. Nein, ja, natürlich. Deswegen musste ich die ganze Zeit lachen. Das sind eklige Bohnen, da ist sowas wie Gammelei und so dabei und Hundefutter und so. Aber es ist gut, wenn ja, du. Ja, das war. Die Weißen, das ist aber kein Hundefutter. Man merkt, René ist noch nicht so lange bei uns. Ich glaube, René ist. Ja, ich weiß noch, wie normale Jelly Beans schmecken. Nein, stopp. Ich glaube, René ist zwischendurch das Essen von Claudio, das Hundefutter. Ja, ich habe schon so viel gegessen, ich schmecke einfach keinen Unterschied mehr. Aber kriegen wir auch was zu trinken? Ich hab Durst. Weißt du, wie du aussiehst? Wie? Komm, jetzt mach mal den Tanz. Das müssen wir schon sehen, wenn er schon mal das Kostüm anhat. Ja, aber jetzt mal ganz andere Sache. Wir sind ja nicht für Claudio da. Wir sind ehrlich, für die 500k da. So, habt ihr euch überhaupt schon bei den Zuschauern richtig bedankt? Haben wir. Habt ihr oder nicht? Natürlich haben wir. Ja, sehr schön. Ja, haben wir. Selbstverständlich. Und ich habe auch gesagt, das ist eigentlich so krass. Ich bin ja erst ein Jahr dabei und du ja schon seit Anfang an. Ja, ich habe eben gesagt, es sind fast 7 Jahre tatsächlich. Ja. Und auch vielleicht, ich glaube, das sind ja alle so, die Leute, also wir, die neu dazugestoßen sind, auch vielen Dank, dass wir so liebevoll aufgenommen wurden, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir wurden dazu gezwungen. Nein, ich will nicht aus dem Glas, Warum? Ich trinke nicht aus so einem Glas. Ja, wieso denn? Darum! Was? Dann darf ich wieder mal sagen, super Gastgeberin Eva. Sie hat auch beim Silvester-Video, hat sie einfach... Ich hab nicht getrunken. Ja, sie hat auch getrunken, statt uns anzustoßen. Vor allem, sie hat nur sich einen Gast genommen und getrunken. Ich war total verzweifelt im Silvester-Video. Ich hab für euch gekocht, Silvester. Ja, das stimmt. Nee, ich hab gekocht. Das hat ihr randaliert. Komm, das war cool. So. Aber jetzt ist die Frage, wie kriegen wir Bianca noch drauf? Ja, ich habe gerade überlegt, wir können es auf Stativ packen. Dann machst du aufs Stativ. Ja, also wir trinken hier Schweppes. Ja. Russian Wild Berry in Pink, passend zu DIY. Ja. Mann, der ist nur am Essen! Mach das noch mal! Da gehört noch zu, was willst du von mir? Worauf stoßen wir an? Also auf DIY? Auf die nächsten 500.000! Auf die nächsten 500.000! Junge, stoß doch an! Ja, so. Prost. Ja. Ja, das reicht ja. So anstoßen. Die haben es nicht drauf, oder? Nee. Mann, jetzt trinkt! Lecker! Ja, ist wirklich lecker. So, erzählt mal von euren liebsten DIY-Videos. Mein liebstes DIY-Video ist die Auswahl zu groß. Ich erzähle gleich von meinem liebsten DIY-Video mit dir. Mein liebstes DIY-Video ist tatsächlich das mit Kathi und Eva, mit diesem XXXXL-Glibby-Schleim. Das hat, glaube ich, auch 2,8 Millionen Views. Ja, das ist so lustig. Einfach geguckt, was das Erfolgreichste ist. Was ich aber auch gut fand, war euer EM-Video mit Frankreich gegen Deutschland. Das hat auch extrem viele Views. Ja, das war nicht ganz cool. Wollen wir jetzt mehr darüber reden, wie viele Views gemacht worden sind? Oder wollen wir einfach über Lieblingsvideos reden? Ja, das war meine zweite Lieblingsvideos. Einfach jetzt so Weird Flex, Bro. Ja, das hat so viele Aufrufe, Alles klar, ich habe schon verstanden, in welche Richtung das 500k-Special geht. Okay. Ja, also, Kass, das erfolgreichste Video. Komm mal her. Da kommt was? Das erfolgreichste Video, dein erfolgreichstes Video ist, glaube ich, immer noch das, wo du unseren Anti-Stress-Ball kaputt gemacht hast. Ja, danke. Bianca und Eva. Ja. Also, ich bin ja erst ein Jahr dabei. Ich muss auch ehrlich gestehen, alle Videos vorher habe ich mir natürlich nicht angeschaut können, weil es einfach zu viele sind. Gibt es viele Lieblingsvideos, aber ich fand das, unsere Köln-Videos fand ich tatsächlich, das waren so meine liebsten Videos, die ich halt extrem gefeiert habe. Ja. Das muss ich auch sagen. Köln ist mega gut. Also, Köln waren richtig, richtig coole Videos. Und ja. Welches ist denn dein absoluter Favorite, Eva? Ich fand das in Köln in der Stadt, wo wir die Foto-Challenge gemacht haben, sehr, sehr cool. Also, wo ich ein Bild mit dem Baum hatte, ne? Wo du das Bild mit dem Baum gemacht hast, das habe ich auch noch hier irgendwo. Dein bester Freund, der Baum. René, wie sieht's denn bei dir aus? Also ich habe zwei genommen. Ich weiß schon, welches. Ja. Man sei doch ruhig, Nancy! Also ich habe eins genommen mit Kathi und eins mit dir. Ja. Und bei Kathi und Eva würde ich sagen, das Halloween-Special mit Yoshi zusammen. Oh Gott, das war so gut. Ja, das habe ich tatsächlich auch gesehen, das Video. Das war echt witzig. Oh, ja. Und ich würde sagen, aus der Zeit mit dir nehme ich das McDonalds-Video. Oh, cool. Also auch nur, weil die Burger mir so gut geschmeckt haben. Nur deswegen. Richtig, richtig gut gekocht. Dann wäre es eigentlich das Video, wo wir die Burger gemacht haben. Und mir ist noch eins eingefallen, das Grinch-Video.
Das ist von Weihnachten. Ach so, was, ja. Was? Das Grinch-Video. Ach, Grinch, ja, das okay. Das Grinch-Video, das ja. war so lustig. Wo ich hinter der Tür stand und keiner mich gesehen hat. Ja, darf ich jetzt auch mal? Ja, natürlich. Ja. So, mein absolutes Lieblingsvideo ist tatsächlich nicht von Do-It-Yourself-Inspiration, oh, sondern Do-It-Yourself Kids Club. Und zwar ist das euer Trailer mit Nina, Yoshi, dir und Kati. Ja. Ich hoffe, diesen Trailer gibt es noch. Ja, gibt's noch. Möchtest auch du? Such den bitte raus, pack den Link bitte in die Kommentare. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich finde es sonst nicht wieder. Mein absolutes Lieblingsvideo. Und sonst ist es Rainbow Looms mit der Gabel machen. Davon gibt es ungefähr 200. Und? Guck mal, alle anderen wissen gar nicht, was das ist. Alle anderen wissen gar nicht mehr, was das ist. Weißt du, wie schwer es war, 2014 ein Rainbow Loom zu bekommen? Ich hatte nur die Gabel. Ja. Aber ich hab gehört, die kommt zurück. Oh nein. Nein, natürlich nicht. Okay, wie sieht denn sonst noch der Plan der Party aus heute? Wir warten auf einen wichtigen Anruf. Party, Party! Es hat noch niemand ein Stück Kuchen gehabt. Wie viel Dings habt ihr eigentlich gegessen? Wie viel Chips? Eva, ich weiß ganz genau, dass du das erste Stück essen möchtest, aber jetzt wegen der Silvesterparty jetzt Angst hast, wenn du das erste Stück anfassen würdest. Nein, ich habe das nicht verdient. Aber ihr habt es doch heute verdient. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ja, aber warum noch alleine? Die gehen wir in die Mitte. So, wer möchte denn ein Stückchen Kuchen? René. Guck mal, Claudio, wie er schon auf den Kuchen guckt. So. Ja. Und dann so René sagen, damit du nicht als der Hungrige wirst. Ja, ich hab mir schon angeschrieben, ich nehme die Hälfte. Du nimmst die andere Hälfte. Also ich bleib bei meinen UFOs. Ich bleib bei meinen UFOs. Bitte schön. Warte, stopp! René ist bestimmt wieder das erste Mal den Boden. Stopp! Weil René immer Boden ist. Das ist nur ein Boden. Stopp! Das ist doch das Beste. Ihr drei habt euch jetzt einen Kuchen geschnappt. Bianca, geh mal einmal zur Seite. So. Dadurch, dass ihr jetzt die drei seid, die einen Kuchen geschnappt habt, ich würde euch bitten. Drehen und jeweils eine Bohne auf den Kuchen zu packen. Boah. Okay, komm. Gute Idee. Also ich glaube, ich muss dir dazu sagen, Eva und René finden die echt gut. Nein! Ich habe auch ganz viele gegessen. Ich finde das nicht. Das musst du rausnehmen. Nimm das mal raus. Nimm das mal. So jetzt. Ja, komm, dann suchen wir was für euch aus. Nein, gib mal das. So, Claudio, du nimmst bitte. Sag mir einfach, ich will gar nicht gucken. Sag mir einfach, Tutti Frutti. Das ist so bunt. Weißbunt. Wie hier? Ja, genau, ja. So, noch nicht essen. Draufpacken. Draufpacken auf den Kuchen, habe ich gesagt. So, Eva, Bianca entscheidet für dich. Ja. Warte. Oh nein. Du nimmst bitte dieses, so eine dunkle. Ja, so etwas bräunlich. Braun oder braun, schwarz? Braun. Oh. Okay. René, nimm die grüne bitte. So, nein, René bekommt, grün. Nein, du musst hier Pfirsich nehmen. Pfirsich können wir leben. Orange mit Rot. Bitte ganz vorne auf das Stück packen. Ja. Ich hab schon euch mittig draufgesetzt, okay? So, und alle, bitte. Schmeckt's, Eva? Was hast du? Du hast stinkige Socken, ne? Ja. Eva, schmeckt es nach Hundefutter? Ja. Schmeckt es nach Socken? Oder soll ich eher fragen, schmeckt es nach Renés Haar? Was passiert hier? Der ist einfach gnadenlos, dieser Typ. Mal gut. Hast du keine Geschmacksnerven oder sowas? Mm, ja. Jellybean war auch eklig, aber schmeckt trotzdem gut. Ja, Biancas Blick ist gerade genauso wie meiner. Ja, ich kann es gerade nicht ganz glauben. Nee, also ich bin letztens schon erstaunt gewesen, auch bei Eva, wie sie einfach drei Bohnen hintereinander gegessen hat. Bei René gerade sowieso. Ja, das waren auch normale Bohnen. Nein! Ich hab die gegessen, ihr habt die nicht gegessen. Ach, du hattest Glück. Bohnen. Ja, dann hast du Glück. Mm-mm. Also wie Jellybean schmeckt, das waren ganz normale Jellybeans. Keine einzige normale Jellybean in der Dose. Ich habe gerade das Stück Kuchen hinterher gegessen und ich habe den Geschmack immer noch im Mund. Okay, gut. Ich glaube, wir warten jetzt noch kurz auf den Anruf. Richtig. Ja. Alle stehen bereit und warten ganz gespannt. Du musst auf deine Mama hören. Du bist schon mit dem zweiten Glas Schwepps wieder, ne? Lautsprecher. Hi! Hallo! Kathi ruft an. Wie geht's euch? Gut. Sag mal Happy 500.000. Happy 500.000. Eigentlich sollte der Chor das hier tun. Ach so, wer? Ja, sie soll das. Nein, ich hab das gesagt, sag ihr. Mal, sag mal. Ich hab euch angeguckt. Sagt mal. Ja, Happy 500.000. Happy 500.000. Ja, war ein super Chor. War ein super Chor. Wir haben uns gerade schon gezwungen, eklige Jellybeans zu essen mit Torte zusammen. Okay. Es war nicht schön. Das sage ich schon mal. Ich leg dich mal hin, dann hören wir dich trotzdem. Wir haben über unsere Lieblingsvideos gesprochen. Wir haben über unsere Lieblingsvideos gesprochen. Willst du deins erzählen noch, Kathi?
Mein Lieblingsvideo? Dein Lieblingsvideo oder dein Highlight von DIY-Inspiration? Ja, auf jeden Fall die Anti-Stress-Bälle, diese XXL. Vor allem den einen, den Karin uns kaputt gemacht hat, der war besonders schön. Das ist ein Trauma bei uns beiden, das habe ich eben auch schon gesagt. Ja, und sonst hat mir das, also ganz, ganz viel hat mir immer Spaß gemacht. Ich bastel ja mal gerne mit Papier. Habe ich jetzt auch schon lange nicht gemacht. Und sonst, ach, ich weiß auch noch, was auch noch richtig cool war, wo wir diesen XXL-Emoji da selber gemacht haben. Oh ja, oh ja, das hat 3 Tage getrocknet, das war auch sehr... Das war richtig cool, dass er dann endlich fertig war. Kahn ist gerade sehr verwirrt. Kahn fragt sich, warum? Warum? Kahn hat sein Lieblingsvideo erzählt, das war tatsächlich das, unser Trailer vom Kids Club. Achso, den habe ich jetzt nicht mitgezählt. Ich dachte, wir sprechen von DIY. Ja, ich auch, aber du kennst Kahn, der nimmt ja halt da, immer... Da könnt ihr mal euer Niveau sehen. Bei DIY gab es kein Lieblingsvideo. Achso, ich glaube nicht. Ich glaube, das andere ist einfach... So nett wie eh und je. Ne? Ja, absolut, absolut. Ich bin gleich bei meinem dritten Glas Schweppes. Claudio wird schon ganz wild. Claudio wird wild. Claudio hat sich wunderschön angezogen. Du siehst es ja dann auch im Video, wie hübsch er ist. Ich schicke dir gleich auch nochmal ein Foto davon. Dann siehst ja, du schon cool. Vorher. Ja, Kathi, wie schaut es denn sonst so aus bei dir? Ja, super. Ja, alles klar. Also Gespräche könnt ihr dann später führen. Ne? Ich bin jetzt nicht da, um euren Smalltalk hier mitzufilmen. So. Ja, also auf jeden Fall, Kathi, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Danke. Danke. Ja. Danke. Euch noch viel Spaß bei der Party, ne? Ja, danke. Geht's richtig ab. Und esst Kuchen für mich mit? Machen wir. Macht René. Macht René. Ja, René isst den Kuchen gerne. Für dich mit. Danke für die Erlaubnis. Danke, dass du auch dabei warst, Kathi. Bis dann. Viel Spaß noch. Danke, ciao. Ja, bald ist Kathi ja auch wieder da. Genau. Also, ganz lange dauert es nicht mehr. Wir teasern das schon mal an für euch. Krieg ich mein drittes Glas? Nein. So, komm, ist jetzt nein. Mal. Wollen nein. Wir jetzt die Party mal hier langsam beenden? Nee, wir feiern noch ein bisschen weiter, ist noch Kuchen. Ja, also zumindest du mit Kamera. Mit der meine Kamera ich. Beenden wir das darum Ganze geht jetzt es lange. Wir sagen nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle. Es ja. Ist wirklich eine unfassbar große Zahl, inzwischen die 500.000. Und ja, wenn euch unsere kleine Party gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, kleine Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.